Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video und ich fange heute mal in meinem Auto an, weil so sieht das Auto eines Floristen aus und die Adresskleber habe ich natürlich extra zugedeckt in diesen schönen Kisten hier hinter mir. Moment, ich muss mal so machen, sind Körbe drin, die schönen Körbe. Wahnsinn, wie schnell die weggingen. Und ich muss euch auch mal mein Auto zeigen. Es ist echt immer der Hammer. Hier sind viele Sträuße, Gestecke. Ich habe also echt noch viel zu fahren. Ja. Und es ist nicht nur der Arbeitstag, an dem ich die Sachen mache, sondern es gibt natürlich immer noch die Flora-Blumengröße. Das heißt, ich bin also nachher noch lange nicht fertig. Aber bevor ich die anderen Sachen mache, drehe ich jetzt noch mal das Video. Und heute gibt's eine super Idee mit dem großen Korb, aber dazu gehen wir jetzt erstmal in den Laden rein. Wie so oft nehme ich euch erstmal auf einen kleinen Rundgang in meinem kleinen Laden mit. Der Frühling hat Einzug gehalten. Wir haben schöne Tulpen im Topf, die haben wir hübsch gemacht. Ist auch immer ein tolles Thema, wie man so kleine Frühlingsblüher schön macht. Bei Interesse kann ich da gern noch mal ein Video machen. Und hier haben wir auch Körbe, schön dekoriert. Körbe, die kennt ihr ja bestimmt hier, unsere schönen Korbsets. Das ist der kleine davon und das ist der große. Ich habe die einfach mal aufgehängt. Und auch im Schaufenster musste das schöne Tulpenarrangement vom letzten Video, das musste jetzt in einen anderen Korb umziehen, weil die kleinen Körbe, die haben alle eine Heimat gefunden bei euch. Die habe ich alle versendet. Ich habe keinen mehr. Und dann haben wir, was auch ganz neu ist jetzt und wunderschön, ist die Korkenzieherweide mit ihrer, ja, mit diesem tollen hellen Braun, ja, die auch schön in langen Sträußen ist. Da kommt bestimmt nochmal ein Video zu langen Sträußen, das ich machen werde, weil die gehen, naja, fast bis zur Decke. Und auch ansonsten ist jetzt wirklich nach Weihnachten kommt Frühling, die Narzissen sind da. In den Blumensträußen sind Tulpen und es ist so ein bisschen nestig. Und auch hier so schön mit dieser schönen hellen Weide, ja, die ich so liebe. Diese Schwungform vom Strauß so schön betont. Ja, und auch auf dem Tisch, es gibt Hyazinthen. Ja, dann haben wir Tulpen, haben wir einige. Es gibt auch Anemonen, diese schönen blauen Anemonen. Wir hatten auch hier so eine blaue, gefüllte Anemone. Ist auch toll, ist ganz selten, diese gefüllte. Ja, Rosen sind natürlich immer da, ist der Klassiker. Rote Rosen haben wir sehr, sehr schöne. Valentin wirft auch seine Schatten voraus. Und auch hier unten sind natürlich die Tulpen. Das ist eine wunderschöne Tulpe, die ich liebe, die Tulpe Atrem. Und wenn wir jetzt hier hintergehen, haben wir auch für den Frühling, das ist jetzt in haltbar, da sind Seidenranunkelgestecke. Die sind auch sehr, sehr schön, wenn man sich die an die Haustür stellt. Die haben wir hier in so einem kleinen Flechtkorb arrangiert. Und auch hier haben wir mit Weide, ja, und auch mit ein bisschen künstlichen Efeu, die einfach schön drapiert, ja. Das ist eine ganz tolle Dauerdeko. Und Ranunkel in Seide habe ich wirklich schöne bekommen. Die stellen wir normalerweise raus, aber jetzt ist der Laden schon zu. Und hier sieht man jetzt tatsächlich die letzten, ja, das sind jetzt wirklich die allerletzten Korbsets. Ich habe jetzt noch 4 Stück und dann ist wirklich Schluss. Und hier kommt jetzt noch eine kleine Vorschau auf kommende Videos. Das sind Seegraskörbe und die habe ich neu ergattert. Da kommen noch Ideen dazu. Und hier ist noch einer der letzten dicken Körbe von diesen herrlich dicken, schönen, großen. Und den nehme ich jetzt auch mit in den Arbeitsbereich. Und da gehen wir jetzt zum neuen Video. Vorher möchte ich euch aber gerne eine kleine Auswahl der lieben, lieben E-Mails zeigen, die ich bekomme für den Versand der Körbe.
So, also letzte Woche hatte ich ja hier diesen schönen, dicken, nein, da hatte ich den kleineren davon, den kleineren Flechtkorb. Wie gesagt, den besitze ich nicht mehr. Ich habe tatsächlich nur 4 solche große Flechtkörbe und 4 kleine bekommen. Und dann war bei meinem Großhändler das Regal leer. Ja, genauso auch wie mit diesen schönen Dreierkorbsets. Das Regal ist jetzt leer. Die Margit hat einfach den ganzen Bestand aufgekauft, weil das die sind jetzt alle bei euch, weil es hat scheinbar sehr gut gefallen und ich freue mich da total drüber. Und letzten Samstag war auch witzig, da kam um 9.30 Uhr das Video raus und schon ein paar Minuten danach hat jemand angerufen und hat sofort einen Korb bestellt und habe schon gedacht, ach ja, und also sie sind jetzt fast weg. Und tatsächlich ist jetzt noch hier einer hinter mir und hier ist noch einer. Aber das ist jetzt der allerletzte, der auch noch zu versenden ist. Und vielleicht habt ihr auch einen ähnlichen Korb und trotzdem habe ich gedacht, ihr habt ja gefragt, Margit, was mache ich denn mit so einem schönen großen Korb? Weil man sieht ja auch, der hat 50 cm Durchmesser und ist 35 hoch ohne die Henkel. Also der hat schon eine stattliche Größe. Und ihr habt ja gefragt, was mache ich denn mit so einem schönen großen Korb? Wie dekoriere ich den? Meine Deko-Idee Nummer 1, also ich habe heute eigentlich so 2 relativ schnelle Deko-Ideen. Die Deko-Idee Nummer 1, die zeige ich eigentlich hier schon mal in der Ecke. Moment, ich hoffe, es fällt jetzt nichts runter. Ich habe einfach Efeu genommen. Also hier ist jetzt tatsächlich nur ein paar Efeu-Töpfchen oder man nimmt einen großen Topf, wo der Efeu so lang rauswallt und es sieht total schön aus, wenn man den Korb hinlegt und man lässt einfach dieses Grün so rauslaufen. Ich finde, das ist malerisch. Ja? Und Efeu ist richtig schön haltbar und ich finde auch diesen zweifarbigen, ja, der auch diese schöne Musterung hat, den finde ich ganz besonders schön. Ich halte es immer gern mal in die Kamera. Ja, es gibt ja sehr, sehr viele schöne Efeu-Sorten. Und also da kann man einfach hier so einen Topf reinlegen reinstellen. Und dann sollte der natürlich schon mindestens so lang sein, dass der so rausläuft. Aber ich finde, ein Korb muss nicht immer stehen. Ein Korb darf auch mal liegen. Und ich würde mir sowas auch an die Haustür stellen. Ich finde es total klasse. Und ja, dann meine zweite Idee. Man kann den natürlich theoretisch auch bepflanzen. Dann braucht man halt relativ viel Erde. Also er ist mit Folie ausgeschlagen. Natürlich wieder eine Drainage machen. Kennt ihr ja wahrscheinlich. Man macht Löcher in die Folie. Man macht ein bisschen Styropor oder Tonscherben drüber, macht dann ein Vlies drüber und bepflanzt es dann ganz normal. Aber sobald du es einmal bepflanzt hast, kannst du eigentlich diesen Korb nicht mehr anders nutzen. Und ich finde den jetzt persönlich auch so schön. Ich würde den zum Beispiel auch mal gern, würde mir gerne eine schöne Wolldecke nehmen und würde gern die Wolldecke drüber legen, den ins Wohnzimmer stellen. Ich würde den mal gern im Flur irgendwie hinstellen mit einer Pflanze. Also ich würde ihn einfach gern vielfach nutzen und sobald er bepflanzt ist und mit Erde direkt also drin ist, ist er natürlich immer dreckiger und das ist eigentlich schade. Ich finde diese Nutzung mit vielen Dingen, die finde ich natürlich klasse. Deswegen habe ich jetzt einfach mal, normalerweise sagt man auch, wenn man bepflanzt oder dekoriert, dann ist die Proportion immer oder auch beim Strauß 1/3, 2/3. Ja, das heißt, man macht natürlich immer für so einen Korb eine höhere Pflanze. Jetzt ist das so ein Riesenkorb. Ich habe eigentlich keine Lust, so eine Riesenpflanze zu kaufen. Ihr wahrscheinlich auch nicht, weil das ist einfach teuer. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich mache die Proportion umgekehrt. Ich lasse den Korb wirken und ich fülle diesen Korb. Und zwar, hier nehme ich jetzt Trockensteckschaum. Den habe ich von Floristik24 gekauft. Das sind so Trockensteckschaumziegel, weil ich möchte ja in dem Korb jetzt einen Aufbau machen. Und so, dazu fülle ich den mal. Und kann die Ziegel einfach so nehmen, kann ich so am Stück nehmen und lege die da rein. Und um den Korb zu füllen, okay, ich brauche jetzt, bin jetzt bei, so, Moment, also ich habe 8 Steckschaumziegel habe ich gebraucht. Jetzt habe ich meine Ziegel hier, so, jetzt ist er einmal einfach gefüllt. Und ich habe mir jetzt im Vorhinein einen Untersetzer gesucht, der genau reinpasst vom Durchmesser her. Das kann man ja innen, also das kann man sich ja ausmessen.
wollt ihr, naja, ihr habt wahrscheinlich eher euren eigenen Korb. Und der, den lege ich jetzt so rein. Der ist jetzt bombenfest. Das Ganze ist wasserdicht nach innen. Und die Deko, also ich habe da auch lange überlegt, ob ich noch irgendwas extra mache. Die Deko, die ist heute eigentlich ganz, ganz simpel. Ich habe mir Azaleen ausgesucht. Azaleen blühen ja dann wunderschön. Ja, die blüht hier so leicht rosé gefüllt. Ja, hier ist nochmal so ein Foto davon. Und Azaleen haben halt eine Eigenheit, die sollten nicht austrocknen. Das heißt, diese Azaleen, da kann man einfach die Töpfchen, wenn man die jetzt so nur draufstellt, das ist zum einen super wenig Arbeit und zum anderen, man kann sie zum Wässern, nimmt man sie raus, tunkt sie, also beim Wässern nicht gießen. Ich würde Azaleen immer tunken und ich stelle jetzt einfach nur 3 Azaleen in diesen Korb rein. Da habe ich natürlich überlegt, okay, wie mache ich jetzt die Umrandung und dass es so ein bisschen spielerisch ist. So, und einfacher geht es eigentlich nicht. Ich glaube, das ist jetzt heute eine der schnellsten Dekos, die ich hatte. Ich nehme meine Efeutöpfchen, ja, und stelle die einfach hier in den Untersetzer mit dazu rein. Ich brauche schon, damit es schön dekoriert ist, würde ich schon, also ich würde 5, 6 Efeutöpfchen würde ich auf jeden Fall kaufen. Ja, aber es ist ja auch kein Rieseninvestment, diese Efeutöpfchen zu kaufen. Im Gegenteil. Und dafür, dass die so schön dekorativ meinen Korb abdecken, es ist wirklich eine ganz einfache Geschichte. Und mehr würde ich auch nicht machen. Ich habe tatsächlich nachgedacht, ob ich noch ein bisschen Korkenzieher, Weide oder irgendwas hier noch dazu nehme. Mache ich nicht, weil dann kann ich sie schwieriger rausnehmen und tunken. Ich habe hier den Untergrund, den Untersetzer, es ist wasserdicht. Mein großer Flechtkorb wird nicht dreckig. Ja, im Grunde genommen nehme ich wirklich nur die Töpfchen raus, tunke die alle paar Tage mal und stelle die dann wieder rein. Und wenn diese Azaleen, wenn die dann mal alle offen sind, dann ist das auch ein Blütenmeer ohne Gleichen. Und ich finde, es ist jetzt eine ganz einfache Art und Weise, und durch diesen buschigen Charakter ist es doch, ja, ist es doch eine wunderschöne, bezaubernde Deko. Und es gibt natürlich auch noch so eine Alternative. Ja, es müssen jetzt nicht Azaleen sein, aber die eignen sich halt sehr, sehr gut, weil die mit diesem buschigen Charakter. Aber könnte natürlich auch hergehen und sagen, ich hätte gern Frühling in meinem Korb. So, dazu kommt der nächste Plan B. So, und zwar, die sind jetzt leider haben noch nicht so viel Blüte. Ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen, wie die dann aussehen, wenn die Blüte haben. So, meine Mädels haben die auch hier wieder gut reingebastelt. Ich kann alternativ, da ich ja mit dem Efeu alles so schön ausgekleidet habe, ich kann alternativ natürlich auch einfach ein paar Narzissen nehmen. Narzissen eignen sich natürlich schön, weil die so ein bisschen Höhe haben. Und das ist schöner, wie wenn das jetzt nur Muscari oder Tulpen wären. Die sind dann eigentlich zu flach. So, und dann stelle ich, was ich, 3, 4, 5 Töpfchen Narzissen, je nachdem, wie üppig man es gerne möchte, stelle ich dazu. Richtung Ostern kann man ja auch noch mal ein paar Eier dazulegen, ein paar Federn. Aber muss jetzt eigentlich noch gar nicht sein. Wir haben jetzt Januar, wir haben nicht Ostern. Und alles zu seiner Zeit. Aber so ist es schon mit ganz einfachen Mitteln ausdekoriert. Und man muss eigentlich gar nicht viel machen. Ich habe mir nicht mal die Finger dreckig gemacht. Und hier könnt ihr auch sehen, selbst ich habe ein paar Efeuarten im Laden. Das ist jetzt wieder eine andere Efeuart. Die ist hat so Sternchen als Blätter. Ja, die hat ein bisschen weniger weißen Rand. Also es gibt da ganz, ganz viele Arten und Efeu ist wirklich total dankbar. Der geht drin und draußen, das ist wunderbar. Und das war jetzt für heute eigentlich schon meine schnelle Deko-Idee. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen und ihr könnt es auch diesmal ganz leicht nachmachen, indem ihr einfach die Bestandteile habt. Und für den Aufbau Trockensteckmasse ist immer eine tolle Basis und passende Untersetzer.
Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Nacharbeiten und viel Spaß auf der Suche nach schönen großen Körben. Und ich sage einfach für heute ganz liebe Grüße und ich freue mich wie immer. Ich freue mich jedes Mal auf alle eure Kommentare und sage einfach bis bald. Tschüss, eure Margit.